Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, Schutzmaßnahmen. Noch immer wollen wir Personen vor den Gefahren des elektrischen Stromes schützen. Das letzte Mal haben wir gemacht die Erdung. Das Prinzip, was wir heute besprechen, nämlich die sogenannte Nullung, ist ziemlich nahe damit verwandt. Und zwar, ich habe das letzte Mal gesagt, okay, Erdung ist gar nicht so schlecht, aber es ist nicht mehr zulässig. Okay? Es ist nicht mehr zulässig. Ich habe das da jetzt nochmal aufgezeichnet. Also wir haben hier praktisch das L1, L2, L3 mit einem Erdungspunkt hier. Hier ist der Neutralleiter. Und gesagt, wenn wir da drauf greifen, ist das ein Problem, wenn wir da den Stromkreis schließen können. Und dann haben wir da irgendwo einen Erder gehabt und gesagt, na dann hänge ich da ans Gehäuse, hänge ich die Erde an und dann putzt es mir eh diese Sicherung, weil dann ein großer Strom rinnt, weil das niederohmig verbunden ist und das passt dann. Ja, dann wird das stromlos geschaltet. Ja, was man hier macht, ich mein, wir haben ja schon einen Erdpunkt. Haben wir ja schon. Ja. Wir verbinden einfach diese beiden Sachen hier. Ja. Back. Wir hängen das auf das Gehäuse, auf das Erdpotenzial, auf das Potenzial des N-Leiters. Dann heißt, ist das so ein System? Ja? Dann heißt dieses System, dass dieser N-Leiter nicht mehr N-Leiter, sondern PEN. Das ist der PE Protective Earth und N-Leiter kombiniert, ein PEN-Leiter. Okay? PEN-Leiter. So schaut das aus. Kann man machen. Ja. Wird auch gemacht, aber nur für Querschnitte. Kabelquerschnitt. Größer 10 Quadratmillimeter. Und jetzt sind schon nicht, Kabel. Ja. Da gibt es einen PEN-Leiter. Haben wir eine Anlage, wo der Kabelquerschnitt kleiner wie 10 Quadratmillimeter ist, was wir üblicherweise haben, sage ich mal, ich weiß nicht, wo jemand arbeitet, aber üblicherweise haben wir Anlagen, die weniger wie 10 Quadratmillimeter haben, dann wird das so gemacht, dann wird an der Anlage das N und das PE, der PEN-Leiter, wird getrennt in zwei separate Leitungen. Ja, die dürfen nachher auch nicht mehr zusammengefasst werden. Ja. Dann gibt es da einen PE, einen separaten PE. Es gibt dann noch oft die Möglichkeit oder wird oft gemacht, dass wir hier einen separaten Anlageerder haben. Ja. So schaut das nachher aus. Ja. Muss nicht gemacht werden, das könnte theoretisch auch gleich bis da drüben gehen, aber das ist eher selten. Das wäre überhaupt die sicherste Variante, gell? Wenn der N und der PE und alles da bis zu einem Punkt gehen, weil dann ist gut, ja. Aber so ist die übliche Vorgehensweise mit einem Anlagenerder, gell? Das ist der Anlagenerder. Ja. Und dann machen wir das genauso im Prinzip. Ja, dann hängen wir hier das Gerät dann zwischen L und N. Ganz normal. Und das Gehäuse verbinden wir mit dem PE-Leiter. Das sind die drei Sachen in der Steckdose. Da gibt es ein L drin, da gibt es ein N drin und außen diese Eisenklemmen, ja, oder diese Metallklemmen, das ist der PE, das ist der Schutzleiter. Okay. Jetzt wissen wir endlich, wozu diese Klemmen außen sind. Ja, wir haben ja gesagt, bei der Schutzisolierung darf keine Erde drauf sein und so weiter. Ja, jetzt wissen wir, was das ist. Ja. Und funktionieren tut es, weil uns diese Sicherung da praktisch bei einem Körperschluss, wenn hier der Körperschluss entsteht oder der Isolationsfehler, putzt die Sicherung da weg oder diese Leitungsschutzschalter oder was immer hier eingebaut ist,
ist weg, weil eine niederohmige Verbindung herrscht und puff, es rinnt ein großer Strom. Der große Strom ist groß genug, dass er diese Sicherung da auslöst. Wir haben wieder gesagt, diese Berührspannung hier darf einen gewissen Wert nicht überschreiten natürlich. Selbst im größten anzunehmenden Fall, ja, da haben wir auch bei der Erdung, das gilt da ganz genauso, gell, haben wir das gesagt, okay, der größte Fall ist 5-mal Yen bei Schmelzsicherungen und 10-mal Yen und 5-mal Yen bei B- und C-Automaten und so weiter. Und das darf diese 65 Volt dann nicht überschreiten. Das gilt da hier haargenauso. Ja. Das heißt, der Widerstand vor dem Erdleiter hier muss relativ gering sein. Und deswegen, wenn man in so Anlagen schaut, dann sieht man oft PE-Leiter, die grün-gelben, die wirklich, wirklich dick sind. Ja, das ist der Grund, um den Widerstand hier auf ein akzeptables Niveau zu bringen. Im ersten Moment ist es komisch, ne? Ich meine, da rinnt kein Strom, der ist eigentlich für nichts und das ist so ein richtiger, da ist das Kupfer drin. Ja? Aber das ist halt, dass die Berührspannung hier in einen akzeptablen Rahmen bleibt. Ja? Nullung. Nullung. Ja? Das Problem ist, ja, wenn man da hier irgendwo auf diese, auf direkt draufgreifen, ja, ohne Körperschluss und so weiter. Das heißt, wenn nur die Person im Stromkreis hängt, dann ist die Sicherung zu wenig. Okay? Weil, wenn über unseren Körper mal so viel Strom rinnt, dass die Sicherung auslöst, sind wir sicher gestorben. Das ist auch sicher. Ja? Dann haben wir eine Nullung gemacht, aber eine Nullung von der Herzlinie. Deswegen wird solch ein Sicherheitssystem, so eine Nullung, üblicherweise in unseren Anlagen, die wir so zu Hause und so weiter haben, noch erweitert, und zwar mit einem Fehlerstromschutzschalter. Wie das funktioniert, werden wir uns im nächsten Video ansehen. Da schreibe ich natürlich kleiner 10 Quadratmillimeter. Passt. Ja, also, nächstes Video, Fehlerstromschutzschalter. Schützt uns auch vor Berührung von aktiven Teilen. Wie das funktioniert, nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.